Herzlich willkommen zurück zu Gothic 3. Wir sind immer noch wieder, oder wie auch immer, im Lager der Rebellen in Redok. Und ich überlege gerade, was wir mit unseren restlichen Erfahrungspunkten jetzt anfangen. Ich denke, wir werden mit Norris reden und uns im Kampf verbessern. Oh, jetzt sind die Würdest auf einmal du mich grün. Im Kampf unterrichten? Das denke ich schon mal gut. So, gut. Eins. Weiter so. Weiter so. Und dann will ich ein starker Schwertkämpfer werden. Ich will starker Schwertkämpfer werden. Kein Problem. Ein starker Schwertkämpfer prügelt nicht einfach nur auf seinen Gegner ein. Er erkennt die Position des Gegners. Nutze den Schwung deines Körpers, nicht nur den deines Armes. Merk dir das und setze es um. Dann wirst du länger am Leben bleiben. Okay. Noch 3 Lernpunkte haben wir. Wir gucken mal, wie wir das dann weiter verwenden, aber jetzt erstmal. Okay, Schwertmeister wäre dann das nächste. Dafür brauchen wir nochmal 50 Stärke. Aber wir gehen jetzt erstmal nach Kapdun und suchen dort den Spion unter den Sklaven. Kann er jetzt rennen, was reichlich seltsam aussieht, wobei es geht eigentlich. Ich finde es gar nicht mal so schlimm, also es sieht nicht realistisch aus oder sowas, das meine ich jetzt wirklich nicht, aber es sieht schon okay aus. So, hier war doch noch irgendwo eine Ork-Patrouille auf freiem Feld, hatte er mal gesagt. Seht ihr, ich wollte mal gucken zwischen Redok und zwischen uns und Ardea. Okay. Ardea, muss ich mal kurz gucken, ist da. Und hier soll irgendwo nochmal so eine Ork-Patrouille sein, ja. Na, wir suchen mal, wir wollten ja, also was heißt, ich wollte sowieso nochmal nach Ardea mich umschauen. Was die Rebellen denn jetzt dort auf die Beine stellen. Tja, ehrlich gesagt, noch sehe ich keine. Easy. Irgendwie habe ich das Gefühl, ist noch irgendwas. Und ich weiß nicht wo. Aber das ist ja schon bei den Upsala. Das ist ja alleine schon bei den. Bei dieser Ork-Patrouille so, die ich hier gerade nicht finde. Wahrscheinlich ist auch nicht so dramatisch, aber ich möchte zumindest doch schon mal gucken, ob ich sie hier noch finden kann. Ah, vielleicht meinen sie die. Vielleicht kann ich jetzt auch schon die nächst bessere Rebellenrüstung theoretisch tragen, also sofern ich sie mir leisten kann, versteht sich. Aber wie es aussieht, so wie das vorhin klang, muss man einen gewissen Ruf sich schon bereits erarbeiten. Oh. Da war wahrscheinlich der fehlende von vorhin, weswegen die Musik noch so angespannt blieb. So, ich speichere jetzt nochmal ab. Dann fragen mal die mal freundlich, ob sie sich denn hier nicht verziehen möchten. Und dann verprügeln wir sie. Ah, Waffenbündel. Irgendjemand wollte doch welche haben.
unten war gerade noch mal ein Scavenger, habe ich gesehen. Oh, Truhen. Sehr gut. Ja, ein paar Sachen gefunden, auch wenn sie jetzt keine besonderen waren. Ich mache noch schnell den Scavenger hier tot. Oh, der hatte wieder mal ein Ei dabei, oder besser gesagt, sie. Wird es ja dann wahrscheinlich eher sein. Ich finde es gut, wollte gerade sagen, ich finde es gut, dass die sich anstellen zum verprügelt werden. Sind die jetzt automatisch tot oder? Nee, hatte ich nicht. Ich hab dich. Waffe weg! Du wagst! Finde ich gut, dass der andere sich gar nicht wundert, was hier los ist. Meinst du, ja? Lass mich in Ruhe. Pass auf, das Feuer ist heiß. Weg mit der Waffe! So. Beide Ork-Patrouillen sind damit erledigt. Das wird die Rebellen freuen. Mit welcher Fraktion habt ihr denn euch immer so angeschlossen? Welche von euch, die sagen, ja, nur Rebellen oder zumindest niemals Orks, oder seid ihr eher so die Fraktion, wir unterdrücken jegliche Rebellion und egal von wem sie kommt? Na komm. Nett, nett, nett. War ja nicht noch einer? Waren es nicht drei? Hab ich den schon? Nee. Alles klar. Ich glaube, jetzt gehe ich nochmal nach Ardea und schaue mich dort drin nochmal um. Uah. Okay, jetzt speichere ich wieder ab, weil ich sehe, dass das Leben hier stark zur Neige geht. Bleib stehen! Was ist das? Oh, schon sind wir tot.
kann ja einfach mal ein bisschen Heiltrank zu mir nehmen hier. Jetzt können wir es nochmal probieren. Bleib stehen! Und komm her. Uah. Oha. Ah, der kämpft gegen das Schwein, das ist schon mal gut. Wenn ich mich um den Banditen kümmere. So, ich würde sagen, klassische Win-Win-Situation für mich. Okay. Ich brauche einen Dietrich. Aber hier ist eine Truhe immerhin. Haben wir gleich ein paar Banditen erledigt. Ah, gegen Krankheiten, das ist schon mal gut. Was ist hier drin? Ich könnte überlegen, soll ich es mal probieren, spaßhalber die Truhe jetzt zu öffnen. Ich glaube, wir haben ja gerade einen gefunden, weil ich es richtig registriert habe. Test ist es wert, oder? Abgebrochen. Nee. Hat nicht geklappt. Ah, da hinten ist eine Kuppel. Und darunter ist dann, glaube ich, die Hauptstadt. Die Hauptstadt von Myrtana. Ein Wolf. Bitte schön, lieber Scavenger. Dankeschön. Für die Erfahrungspunkte, die du mir zur Verfügung stellst. Öffne mal. Finde ich gut, dass er jetzt von alleine drumherum geht, wenn man es anklickt. Aber schade, dass es so lange dauert. Ja, ein Für und Wider gibt es eben. Bin mir halt noch gar nicht so sicher, was mir jetzt diese verbesserte Schwertkampf gebracht hat. Ist es vielleicht ein bisschen schneller geworden? Ist das möglich? Anderes fällt mir jetzt zumindest erstmal nicht auf. Wir sehen uns. Hi. Rebell, Rebell, Rebell. Rebell. So, ich lege mal hier hin. Schlaf mal bis mittags. Hat jetzt noch mehr angefangen zu regnen. Also, das heißt noch mehr angefangen, das kann ja nur einmal anfangen, der Regen ist stärker geworden. Aber alles nur stinknormale Rebellen. Keine weiteren Informationen. Niemand namenhaftes. Vielleicht rede ich noch mit deinen Kumpels. Sieh zu! Lass uns kurz in Ruhe reden. Stör mich nicht. Ah, ich bin zu nah ans Feuer. Ja, ist okay. Scheiße, ich weiß. Gut, dass die Rebellen jetzt hier sind. Ich hoffe, die Orks lassen uns hier noch eine Weile in Ruhe. Ja, gerne gemacht.
Okay, von Dexalus, Feuerkirche, für den Rebellenuntergrund in Kapdun und Waffen für die Rebellen in Redder. Okay. Ja, ich glaube, ich sage jetzt erstmal in Redder Bescheid, dass ich die andere Patrouille umgenietet habe. Und dann machen wir uns wahrscheinlich auf den Weg nach Kapdun. Ich hätte jetzt gerne noch eine Rune, die uns dann immer direkt nach Redder bringt. Sieht aber aktuell noch nicht so aus, als würden wir die bekommen. Die wandernde Ork-Patrouille ist zerschlagen. Sehr gut. Sie waren uns schon sehr nahe gekommen. Gute Arbeit. Hier ist dein Teil von unserem Gold. Gut. Dann würde ich sagen, auf nach... Na, wie heißt es? Kapdun. Okay, hier kann ich wohl nicht runterspringen. Hier ist jetzt ein einsamer Bauernhof ohne Inhaber. Schweine und die Hühner kümmern sich selber. Ein paar tote Orks. Naja, sieht ja ganz friedlich aus. Oh, das ist gut, da können wir uns um die Wölfe kümmern. Oh, hungriger Wolf, okay. Viel weiter zurück kannst du nicht, sei vorsichtig. Wer bist du denn? Hallo. Reisende sind selten geworden, seit die Orks hier sind. Hast du dich verlaufen oder bist du auf dem Weg ins Dorf? Welches Dorf? Also doch verlaufen. Wenn du auf dem Weg weiter Richtung Küste folgst, kommst du nach Kapdun. Und was gibt es dort? Das, was es heutzutage überall gibt. Orks und Söldner. Wenn du Glück hast, findest du dort vielleicht Arbeit. Was machst du hier? Ich bin Jäger, aber die Zeiten sind schlecht. Zu viele Wölfe, zu wenig Wild. Zum Glück machen mir die Orks einen sehr guten Preis für die Wolfsfelle. Kannst du mir beibringen, wie man jagt? Klar kann ich das. Aber was habe ich davon? Was verlangst du? Bring mir 10 Wolfsfälle, die ich verkaufen kann. Die Orks in Kapdun haben Massen davon. Anschließend zeige ich dir, wie man jagt. Mhm. Den kann ich ja nach Belieben beklauen. Supi. Ja, gut. Alles klar. Ah, ich nehme nochmal 2 Wölfe. Okay, okay. Da habe ich ein Schrein zu Ehren Innos, wie es aussieht. Oh, hier scheint es Ärger gegeben zu haben. Ja, wahrscheinlich haben das noch ein paar Leute versucht zu verteidigen gegen die Orks, aber das scheint ihnen nicht geglückt zu sein. Oho, ein neues Gesicht. Ich bin Söldner. Mein Name ist Silas. Ich bin... Eine weitere arme Sau, die versucht klarzukommen. Ich kenne das. Ist bei uns allen gleich. Melde dich bei Bufford. Vielleicht hat er Arbeit für dich. Ha, wenn ich Glück habe, bekommst du meinen Job. Wer ist Bufford?
Er ist ja der Chef. Zumindest von uns Söldnern. Also, wenn du nicht gerade ein Ork bist und zu Uruk gehörst, ist er deine einzige Chance, hier ein Bein auf die Erde zu kriegen. Du findest ihn am Ende der Hauptstraße. Er steht meistens vor seiner Hütte. Was machst du hier? Ich muss hier auf die Sklaven aufpassen. Vor kurzem ist einer von ihnen abgehauen. Seitdem dürfen wir die Sklaven keinen Augenblick unbewacht lassen. Was gibt es in der Stadt? Stadt? Kapdun ist viel, aber sicher keine Stadt. Hier gibt es nicht mal eine ordentliche Kneipe. Aber wenigstens bekommt man hier Arbeit. Du wirst schon zurechtkommen. Danke. Oh. Wolfsel. Wolfsel. 3 haben wir bis jetzt. Wer ist denn das? Was? Wie? Was willst du? Geh weg. Was treibst du dich hier herum? Hey Mann, bleib ruhig. Ich suche nur ein paar Pflanzen. Pflanzen also? Hast du was Feines da? Klar, ich habe ein paar Heilkräuter. Du hast nicht zufällig ein Stück gebratenes Fleisch dabei, oder? Klar. Hier, nimm. Super. Danke, Mann. Hier sind die Heilpflanzen. Wir würden ein gutes Team abgeben, du und ich. Wie kann ich hier Pflanzen finden? Ach, das ist ganz einfach. Man muss nur wissen, wo man suchen muss. Zum Beispiel? An den Berghängen. Wenn man ganz viel Glück hat, findet man manchmal sogar ein ganzes Feld von Pflanzen. Du siehst nicht aus wie ein Kräutersammler. Schon gut, Mann. Du hast recht. Ich bin Sklave. Ich hab's aus Kapdun rausgeschafft. Du hast mich gefunden. Aber kein Grund, irgendwas zu überstürzen. Du solltest jetzt gehen. Tja. Ein entflohener Sklave. Oh, da vorne ist ein Wolf. Wo komme ich denn hier hoch? Was ist das denn hier? Oh. 2 Truhen. Eine davon wahrscheinlich verschlossen. Ja, eine Teiltruhe natürlich. Also es sieht so aus, als würde man für die Metalltruhen immer einen Dietrich benötigen. Also. Und die schweren Truhen wahrscheinlich auch. Und die haben dann nochmal unterschiedliche Schwierigkeit. Ob die schwere Truhe jetzt leichter ist als die Metalltruhe, weiß ich nicht. Aber vom Gefühl her ist es die schwere Truhe leichter als die. Na komm, bitte. Glück gehabt. Das hätte schief gehen können. Gleich mal wieder speichern. 44, 49, 8, okay. Ich brauche einen Dietrich oder den richtigen Schlüssel. Dass ich dann irgendwo ein Bett finde. Vielleicht gehe ich nochmal zu dem Jäger zurück, einfach schnell. Eine Mana-Pflanze. Bogen. Vielleicht regnet es dann auch nicht mehr. Doch, es regnet weiterhin. Zumindest ist es nicht so wie im ersten Teil, wo man das Spiel nicht laden konnte, wenn es geregnet hat. Was besonders ärgerlich war, wenn man eben aus der Höhle rauskommt gerade oder sowas, weil dann musste ja geladen werden und man wusste es vorher nicht.
Oh, hier runter. Sicher, aber müssen wir jetzt nicht. Tja, was willst du, Mora? Was ist deine Aufgabe in dieser Stadt? Stadt? Kapdun ist ein verfluchtes Drecksnest. Ich wäre lieber bei meinen Brüdern vor Vengard, der Hauptstadt eures Marionettenkönigs, als hier Wache zu stehen. Brauchst du irgendwas? Allerdings. Ruhe in dieser Stadt. Mach uns also keinen Ärger. Geh nicht an Sachen, die dir nicht gehören, und prügel dich nur mit unserer Erlaubnis. Ich hoffe, du verstehst mich, Mora. Klar. Okay, aber bevor wir uns Kapdun genauer anschauen, würde ich sagen, beenden wir das an dieser Stelle. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, macht's gut. Ciao.